Keine Sorge, ich bin da. Oh mein Gott. Halt still. Wir haben Oliver. Wir haben Oliver. Hey, wir können jetzt nichts für ihn tun. Dann lauf mir nach. Ich habe eine Idee. Okay. Oh, oh nein, das kann ich nicht. Das ist der einzige Weg runter. Komm schon. Oh, oh mein Gott. Alles in Ordnung? Ich glaub schon. Da drüben, der Wagen. Er ist im Freien. Den hol ich mir. Holt euch das Fahrzeug. Lisa, du fährst. Was? Fahr. Okay. Dann helfen wir an Schieben. Komm schon. Los, ja, das schaffen wir. Und da passiert doch jetzt bestimmt noch was. Ja, die ganze Fassade bricht da nicht ein. Klar. Hast du die Explosion gesehen? Was? Welche Explosion? Oh, schöne Granatwerfer. Na, das gefällt mir aber. Also wir müssen jetzt eigentlich nur den Wagen beschützen und die anderen. Was ist da hinten los? Verkehrsberuhigung! Ich kann das schaffen. Wie soll ich damit klarkommen? Du machst das schon! Da kommt schon die Nächsten. Die schießen auf uns! Komm schon! Was machst du denn? Du schießt auf die Jason! Alles cool! Nicht so ruckartig! Du bist keine Hilfe! Die werden nur betäubt davon. Ganz eindeutig. Fahr geradeaus! Ich schieß immer daneben! Ich soll ruhig bleiben, wenn die auf mich schießen? Natürlich, also was soll das denn sonst sein, bitte? So, da ist... Hände auf 10 vor 2! 10 vor 2! Dann fahr du doch! Fahren jetzt gerade schlecht. So. Sind hier noch welche? Oh mein Gott! Schneller! Da kommen doch jetzt schneller. Bestimmt gleich wieder welche. Eine Straße geht nicht! Sag wer? Die Bullen? So. Ah, komm schon. Der ist weg. Wieso ist der Motor aus? Nein! Abgesoffen. Ach Mann, Mädel. Dreh den Schlüssel! Tritt auf die Kupplung! Welches Pedal ist das? Das ist doch eben anbekommen, ne? Lisa! Wechseln wir mal kurz die Seite. Na komm schon. Kann ich nicht die Waffe wechseln? So. 1, 2. Alles klar, ich hab's jetzt! Los, los, los! Na komm, nicht so ruckeln! Serpentine! Serpentine! Was? Fahr sie doch einfach um, Mädel. Mach ich auch immer. So. Geht's weiter? Da hinten sind noch welche, aber da kann ich mich nicht hindrehen. Ich muss gleich kotzen. Schneller, schneller! Geil! Diese Pisser haben gar nicht gemerkt, was passiert ist. Oh yeah. Großartig! Hältst du fast draufgehen oder als Sklave verkauft werden für witzig? Elisha, beruhige dich. Es ist ein Albtraum. Okay, hör zu, ich mach das schon. Weißt du, wo die Piraten die anderen hingebracht haben? Sie sagten, sie haben Oliver zum Bunker gebracht. Bin ich sicher bei Keith und Daisy. Was ist mit Riley? Ich weiß nichts von Riley oder Grant. Grant ist tot. Scheiße. Das tut mir so leid. Aber ich habe Daisy gefunden. Ich werde auch die anderen finden. Wo ist sie? In Sicherheit. Na los, ich bring dich hin. Achievement unlocked. Worst date ever. Ever, ever. So, wo kommen wir jetzt an? Ich denke mal zu unserem... Korrekt, zu unserem Doc. Sie sagten, sie ist in einer Höhle unter dem Haus. Finde einen Weg zur Höhle. Folgst du mir? Anscheinend nicht. Okay. Dann gucke ich am besten jetzt erstmal ins Haus, ob es da was Neues gibt.
plus 2000 XP erhalten. Fähigkeitspunkte machen wir später. So, erstmal hier wieder ein paar Sachen verkaufen. Zack. Ja, die ganzen... Schweinsleder, brauche ich das eigentlich noch? Eigentlich nicht. Sind ja schon höher aufgerüstet. Die ganzen Blätter lasse ich jetzt erstmal so bestehen. Bernstein, gelbes Blatt und so weiter, ja. Hundefelle, Tiger, Hund, Büffel. Kommodovaran. Kommodovaran. Hundefell kommt auch erstmal weg. Na gut. So ein paar Blätter können ich noch behalten. Sollte reichen. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Wenn wir überhaupt noch was haben. Hier haben wir noch ein Medikit, welches wir nicht mitnehmen können. Hier noch ein bisschen Geld. Aber sonst ist hier nichts zu holen. Dann gehen wir am besten wieder raus, würde ich sagen. Und suchen dann tatsächlich mal die Höhle. Und der Doc, der ist natürlich nicht hier. Na gut. Dann haben wir da vorne noch... Hier soll irgendwo noch was sein. Na gut, laufen wir jetzt erstmal in die Richtung, in die unser Radar, unsere Map das anzeigt. Und zwar ist hier direkt die Höhle. Höhle! Au, sogar mit extra Ladebildschirm. Anscheinend echt groß. Lisa? Daisy! Du hast es geschafft! Oh. Daisy, es tut mir so leid. Okay, genug geheult jetzt. Und ich habe dieses Boot. Wenn wir es reparieren, ist es das Ticket weg von der Insel. Ja, und direkt auf den Grund des Ozeans. Sagt der Bootsexperte. Aber ich brauche etwas Hilfe. Es gibt einen Antriebskopf für den Außenborder, der fehlt. Okay, ich sehe mich mal um. Ja, schöner Fund. Komm, sieh's dir an. Sagt dir noch was? Tut gut, dich zu sehen. Dich auch. Glaubst du, du kriegst das Boot hin? Das war mal mein Hobby. Wird schon, glaub mir. Na gut, dann gucken wir uns jetzt mal um. Hier haben wir einen Koffer, den wir nicht benötigen. Ich frag mich, was wohl gerade in Santa Monica los ist. Staub ist Malibu. Das garantiere ich dir. Du verpasst gar nichts. Ich bin gerade mal ein bisschen leiser, damit ihr vielleicht die Stimmen hört, wenn die nicht zu leise sind. So, und wir müssen anscheinend ein bisschen schwimmen. Am besten erstmal rüber. Dort ist, glaube ich, auch eine Kiste, so wie ich das gesehen habe. Am besten so lange wie möglich am Land bleiben. Und da ist die Kiste. Was haben wir da? Eine schöne Muschel. Ja, das ist gut. So. Und hier müssen wir anscheinend tauchen. Da blinkt was. Neben dem ganzen Schrott. So, da haben wir's. Mehr haben wir hier nicht, oder? Ne? Nichts. Na gut. Dann gehen wir wieder zurück zu Daisy. Mal gucken, wie schnell sie das Boot repariert bekommt. An den Blättern, Büschen einfach vorbei. Inventarplatz haben wir ja nicht. Na? Anscheinend können wir mit dir gerade nicht reden. Dann gehen wir jetzt am besten erstmal hier hin und helfen ihr. Hey, du hast ihn. Und weil du ihn hast, kannst du ihn auch anbauen. Natürlich. Erklär nochmal, warum du das nicht machst. Ich bereite die Zündung vor.
Oh, tolle Erklärung. Bist du schon fertig? Ja, fast. Das war's. Ja. Klasse. Jetzt schaffen wir es selbst. Vielleicht sprichst du noch mal mit Lisa, bevor du gehst. Das werde ich machen. Sprich mit Lisa. Jede Nacht träume ich von Hollywood und wach hier auf. Tut mir leid, dass du den Dreh verpasst hast. Ist nicht dein Fehler. Ich hätte darauf bestehen sollen, nicht zu springen. Hauptsache, wir sind beide sicher. Du hast mich gerettet. Ich verdanke dir mein Leben. Was wir jetzt brauchen, ist eine Art Plan. Okay. Ich finde Riley und unsere Freunde. Du bleibst hier und hilfst Daisy mit dem Boot. Wir hätten die Flucht fast nicht überlebt. Hey, keine Sorge. Ich mach das schon. Sei vorsichtig. Erfolg. Beschäftigt bleiben. Und ganz ehrlich, was haben diese Charaktere bitte für creepy Lippen, ne? Irgendwie so, als ob da überall entweder fette Pickel wären oder irgendwie was eingestanzt worden wäre. So, sind wir wieder draußen. Daisy Lee, machen wir alles später in einer extra Folge. Eingehender Anruf. Hallo? Jason, ich habe oft versucht, dich zu erreichen. Was ist passiert? Bars hat mich geschnappt. Ich konnte mit Lisa fliehen, aber er hat die anderen noch. Ich bin nicht stark genug, um sie zu befreien. Du brauchst mehr Kraft im Kampf gegen Bars. Ich kann dir diese Stärke nicht geben. Aber es gibt jemanden, der das kann. Citra, du bist bereit. Du musst zu ihr gehen. Wer ist sie? Citra ist die Anführerin unseres Volkes. Sie kann dich zum Zentrum führen. Sie wird deine wahre Kraft entdecken. Ihr Tempel ist im Dschungel. Ich treffe dich am Tor. Also gut. Okay. Wo bin ich da nur reingeraten? Sagt er jetzt noch was? Anscheinend nicht. Okay, dann werde ich jetzt wohl erstmal wieder die Insel erkunden und dann später mit der Mission weitermachen. Allerdings wird dies... gucken wir erstmal, was es jetzt hier gibt. Was machen wir denn? Warum bist du da? Die alten Marken. Citra, die Hauptquest. Ja, wollen wir wieder einen Funkturm machen, oder? Ja, ich denke mal, dann haben wir da zumindest wieder was aufgedeckt. Danach vielleicht noch die Außenposten. Links davon, ja, ich glaube, das ist so eine gute Reihenfolge und danach noch den Part. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und dann machen wir später noch die ganzen Nebenmissionen. Okay. Dann laufen wir mal hier hin mit dem Gleiter. Speichern natürlich vorher und ab geht's.